Was hast du letzte Nacht geträumt? War es ein schöner Traum? War es ein Albtraum? Magst du dich überhaupt noch erinnern? Oftmals magst du dich bloß an den letzten Traum erinnern, denn du hast pro Nacht mehrere Träume. Du hast auch mehrere Schlafzyklen. Und immer wenn du im REM-Schlaf bist, bist du im Traumschlaf. Du hast also mehrere Träume pro Nacht, aber oftmals magst du dich bloß an den letzten erinnern. Viele Menschen fragen mich dann jeweils, Gabriel, was bedeutet es, wenn ich von der oder der Sache geträumt habe? Und ich kann dir sagen, es ist reine Interpretationssache. Es gibt unzählige Traumdeutungsbücher, aber das alles ist Interpretation. Niemand kann dir sagen, was es für dein Unterbewusstsein bedeutet. Ja, man kann davon ausgehen, dass wenn du träumst, dass wenn du irgendwo runterfällst, zum Beispiel eine Treppe runterfällst oder so, dass es dann vielleicht auch die Angst ist, Kontrolle zu verlieren oder eine gewisse Hilflosigkeit ist, die dein Gehirn reinszeniert, vielleicht weil du schon mal Angst davor hattest und dich dein Gehirn damit konfrontiert. Im Grunde ist der Traum eine angeborene Konfrontationstherapie. Und man weiß ja auch in der KVT, in der kognitiven Verhaltenstherapie, dass die Konfrontation etwas vom wirksamsten überhaupt ist. Kann es also vielleicht sein, dass dein Gehirn dich im Traum einfach mit der Sache konfrontieren will, die dir Angst macht? Und dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, ob diese Sache nun eintreffen wird oder nicht? Nein, sondern es hat bloß etwas damit zu tun, wovor du Angst hast. Der Traum verrät also viel mehr über deine Ängste als darüber, was eintreffen wird. Und klar, wir alle kennen Albträume, die dann auch Wirklichkeit werden. Die Frage ist, war es wirklich eine Vision oder war es einfach eine Angst, von der dein Unterbewusstsein dir gesagt hat, hey, diese Angst ist nicht mal so unrealistisch, pass auf, dein Traum dich damit konfrontiert hat, damit du Bewältigungsstrategien schon erarbeitet hast und dann diese Sache tatsächlich eingetroffen ist. Das ist nie auszuschließen. Ich kann dir bloß sagen, du brauchst dir nicht allzu sehr den Kopf darüber zu zerbrechen, was nun das oder das bedeuten mag in deinem Traum. Es ist oftmals nichts anderes als ein Ausdruck der Sorgen deines Unterbewusstseins. Dein Unterbewusstsein will Ressourcen mobilisieren im Traum, will Bewältigungsstrategien erarbeiten, dass, falls das mal eintreffen würde, du bereits Bewältigungsstrategien hättest. Aber die meisten Sorgen, die wir haben, gemäß einigen Studien, treffen kaum oder nie ein. Also bleibt es dann meist einfach beim Albtraum. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es, kommentiere es und teile es. Vielleicht kennst du Menschen, die immer wieder von Albträumen geplagt sind. Schick ihnen doch dieses Video, vielleicht gibt ihnen das eine gewisse Leichtigkeit. Wenn du meinen Kanal abonnierst, hast du weitere Videos von mir und erhältst immer wieder Benachrichtigungen. Aktiviere die Glocke, damit du immer wieder die Benachrichtigungen erhältst von den neuesten Videos von mir. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video.